Die Fans sind bereit. Wir sind bereit. Sie zu Hause hoffentlich auch. Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolf Fuß und mir. Die Gastgeber zurzeit mit der schlechtesten Heimbilanz. 3 Siege aus 11 Spielen. Sie müssen dringend die Wende schaffen. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Dieselbe taktische Ausrichtung auch auf der Gegenseite. Das 4-5-1. Auch hier in der eher offensiven Variante. Also das ist schon eine Grundlage für ein attraktives Spiel. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Gibt's jetzt, da zieht er ab. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ordentlich Power dahinter, den hat er klasse erwischt, ein schönes Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt Kasami. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Freistoß jetzt, vielleicht ist das die Chance. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Na also, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch relativ deutlich. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Sertic. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt vielleicht. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Und er gewinnt den Zweikampf. Er ist da und kann den Ball hier klären. Gibt Einwurf. Sertic. Da kommt die Flanke. Klasse Aktion, super Kopfball, aber noch besser gehalten. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Auf außen ist Platz. Muss Einwurf geben. Sertic.
Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Problemlos hat er hier den Ball. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und die Flanke. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Umaru Bangura. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? So, Konterchance, vielleicht jetzt. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Khelifi. Einwurf. Jetzt kann er die Flanke bringen. Er schießt. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt es Eckball, gute Möglichkeit also. So, Ecke kommt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Ja, der Eckball kam gut rein, da sah man schon, dass es gefährlich wird. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jetzt Kasami. Das könnte gefährlich werden. Jetzt haben sie den Ball. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Er ist frei und gehalten vom Torhüter. Ein guter Schuss, aber noch besser pariert. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Song. Schuss! Ganz stark abgeblockt. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Den Ball kann er abfangen. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da kann er ihn stoppen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Und jetzt die Chance. Da hätten sie die Führung ausbauen können.
Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Klasse Technik! Und nun ein Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Jetzt kommt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das ist es vielleicht. Den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müsst jetzt vielleicht. Knapp daneben, das ist bei dem Spielstand doppelt ärgerlich. Ja, und so liegen sie weiter deutlich hinten. Sie brauchen langsam mal einen Treffer, wenn das hier überhaupt noch irgendwas werden soll. Er gibt gelb und ich sag's ja nicht oft, aber das ist mir zu gnädig. Er will ja scheinbar nicht zu viel Einfluss aufs Spiel nehmen, aber es war nun mal eine Notbremse. Es wird einen Spielerwechsel geben und zwar beim FC Sion. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Da wäre jetzt Platz. Und das ist der Ballverlust. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Song. Jetzt Kasami. Wird's jetzt gefährlich? Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Lenjani. Ball kommt an, was machen Sie daraus? Ein Treffer hier hätte sie vielleicht noch einmal ein wenig ins Spiel gebracht, Buschi. Ja, es wäre die Chance gewesen, aber er setzt ihn dann doch knapp am Tor vorbei. Da war mehr drin. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Vollgas-Fußball mit Erfolg. Sie gewinnen das Spiel dank ihrer überragenden Offensive. Ja, so viele torgefährliche Akteure, das zahlt sich heute wirklich aus. Dann zieht er ab. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Haha, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. So, Ecke kommt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und jetzt die Chance. Da hätten sie die Führung ausbauen können. Und nun ein Schuss. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball.
sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Lenjani. Ball kommt an, was machen Sie daraus? Ein Treffer hier hätte sie vielleicht noch einmal ein wenig ins Spiel gebracht, Buschi. Ja, es wäre die Chance gewesen, aber er setzt ihn dann doch knapp am Tor vorbei. Da war mit